Ey, yo, und da sind wir zurück. So, nachdem mein Rechner ja abgekratzt ist im letzten Video, ne, habe ich mal neu gestartet und jetzt hoffe ich, dass es flüssig läuft. So, und somit begrüße ich euch dann offiziell im Spiel von Splinter Cell Chaos Theory. So, ich erkläre jetzt am Anfang mal so einige Sachen. Das hier ist der gute Sam Fisher, unser Hauptprotagonist von dem Spiel. Sam Fisher ist ein Agent von der NSA, wenn ich richtig weiß. Und ja, wir müssen jetzt, glaube ich, zum Morgenhold. Der hat Informationen, die müssen wir irgendwie sichern. Und darum geht es in dem Level. Aber zur Story möchte ich auch gar nicht so viel erzählen, weil ihr habt ja das lange Intro gesehen. Und ja, ihr müsst ja eigentlich dann wissen, um was es geht. So, ich finde, wie man hier sehen kann, sieht der gute Sam Fisher in Chaos Theory total hässlich aus. Ist das geil. Also ich finde die Gesichtsstruktur und ja, so alles sieht richtig hässlich aus in Chaos Theory. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir sehen den guten Sam hier in dem Spiel eh meistens von hinten. Und ja, das sieht doch ganz okay aus. Bäh. Gut, jetzt erkläre ich mal kurz, was der gute Kerl so kann. Es geht in dem Spiel ja hauptsächlich darum, zu schleichen. Es ist kein Ballerspiel, kein Action-Ballerspiel. Nein, es geht grundsätzlich darum, eigentlich unbemerkt und lautlos von A nach B zu gelangen und am besten nicht aufzufallen. So, dafür haben wir alle möglichen Schnickschnack. Vorweg das wohl wichtigste Item, das Sam bei sich hat, die Nachtsicht, das Nachtsichtgerät. Damit sehen wir, wie aus Magie erschaffen im Dunkeln alles Mögliche. So, wir können im Dunkeln alles gut erkennen. Ich hoffe, man erkennt es auch auf dem Video einigermaßen gut. So, dann haben wir Wärmesicht, also Kamera, den Wärmesensor. So können wir Wärmequellen ausmachen, wie gegnerische Patrouillen oder Lichterquellen oder sonstiges. Und dann haben wir hier, das ist der Strom. Erkennung, ja, also wenn wir das Teil aufhaben, können wir sehen, wo Strom ist und fließt, so wie oben die Leitung oder das Licht und so. Ja, so viel zu der netten 3 Blinkteil auf seinen Kopf. So, dann haben wir Waffen. Wir ziehen die Waffe. Das hier ist die Waffe, die SC-20K. Mit der können wir Einzelschuss machen. Mit der können wir zoomen und bam, Einzelschuss, wie gesagt. Und wir können auch so Maschinenpistolen-Style. So. Genau. So, mit dieser Waffe können wir auch hier uns mehrere Sachen auswählen, wie Ringfläche, Haftjogger und Haftkamera. Das sind alles so Spielereien, mit denen wir die Gegner lautlos ausschalten können, ohne sie zu töten. Weil, das ist auch so ein Ding in dem Spiel, wenn wir die gegnerischen Patrouillen nicht töten, ist es besser für unser Ranking. Also wie gesagt, lautlos und ohne zu töten macht am meisten Punkte am Schluss. So, dann haben wir unsere zweite Waffe, die normale Pistole, mit einem schönen Schalldämpfer vorne drauf. Bam, bam, bam. Ganz normal, nichts Besonderes. Wir nehmen die da zur Hand wieder. Und dann noch Blendgranaten. Ich würde sagen, das tut sich dann von selbst erklären. Ja, und die Teile hier, die erkläre ich dann, oder die zeige ich später dann direkt an der Person, würde ich mal zeigen. So, würde ich mal sagen, würde ich mal zeigen. So, was gibt's noch? Unten rechts im Bildschirm sind mehrere Anzeigen. Da wäre dieser obere Balken, wo rechts ziemlich hell und links ziemlich dunkel ist. Das zeigt uns an, wie sehr wir gerade im Licht stehen und wie sehr wir vom Gegner erkannt werden.
So, stellen wir uns beispielsweise jetzt mal hier ins Licht, ist der Balken so ganz rechts. Das heißt, hier wird mich jeder auf Anhieb gleich sehen, was natürlich nicht gut für uns ist. Stehen wir im Schatten, wie hier, geht die Anzeige ganz nach links und wir sind so gut wie unsichtbar für die Gegner. So, dann der Balken unten drunter, der sich nach rechts bewegt, wenn ich mich bewege. Das ist der Lautstärke-Balken, der zeigt mir an, wie laut ich bin. Und ihr seht in diesem dieser Anzeige auch noch so ein kleines, viereckiges, helles, so ein Kasten, ja. Der zeigt, wie laut meine Umgebungslautstärke ist. Also das heißt, ist mein Pegel unterhalb von dem Kästchen, so wie hier jetzt, ja, sind wir nicht zu hören für die gegnerischen Patrouillen. Sind wir aber schneller, laufen wir schneller, sind wir auch natürlich lauter und das heißt, andere hören uns. So, also lautlos vorgehen und am besten im Dunkeln laufen und schon sind wir eigentlich so gut wie unerkannt und unsichtbar für unsere Gegner. So, was gibt's noch? Ich kann mit der Taste Q die Schulter wechseln. Das nützt uns, wenn wir um Ecken ballern wollen. Ja, wie gesagt, rennen, laufen, ducken, schleichen, ja. Das war's, würde ich sagen, so im Grunde. Wenn mir noch irgendwas einfällt, dann sage ich das dann während des Spiels. Ich laufe einfach mal drauf los. Wir müssen den guten Morgenhold finden. Und dafür rennen wir da... Ey, das ist mir noch nie passiert. Ich habe das Spiel schon mindestens 3-4 Mal durchgespielt. Sowas ist mir noch nie passiert. Peinlich. Oh, geil. Oh, wie geil. So, wir gehen da hoch. Gott, wie schlecht. Gehen da durch diese Höhle. Haben das... Die Nachtsicht, das Nachtsichtgerät haben wir an. Ich hoffe, man erkennt auf dem Video das alles. Gut. Wir klettern jetzt mal hier durch. So. Und jetzt bin ich mal kurz still, weil jetzt sagt der gute Lambert was. Ich habe Schüsse gehört, Sam. Ist alles in Ordnung? Es kommt von weiter vorne. Aber Lambert, wenn ich an Guerillas denke, dann denke ich automatisch Kalaschnikow. Wie meinst du das? Auf mich sind schon genug AKs abgefeuert worden, um sagen zu können, dass das keins war. Verstanden. Versuche herauszufinden, ob es hinsichtlich der feindlichen Ausrüstung Auffälligkeiten gibt. Und halte uns auf dem Laufenden. Das ist irgendwo eine alte Brücke. Ich habe gehört, dass diese alten Höhlen von Schmugglern genutzt werden. Ich habe so das Gefühl, ich habe die Kantenglättung nicht an. Weil die... diese Leiter, diese Brücke sieht ziemlich kantig aus. Sei vorsichtig. Es ist sicher. Keine Sorge. So, hier sind die ersten beiden, auf die wir in dem Spiel treffen. So, jetzt zeige ich euch, wie wir vorgehen können. Wir könnten jetzt natürlich einfach draufballern, bam und weg. Aber das ist der dümmste Weg, den wir gehen können. Nein, der cleverste Weg ist anschleichen und lautlos ausschalten. Am besten machen wir das, indem wir uns von hinten anschleichen. Und dann können wir sie überwältigen und in den Schwitzkasten nehmen. So, jetzt haben wir den in unserer Gewalt. Der andere ist natürlich jetzt aufmerksam geworden auf uns, weil plötzlich der nette Kerl keine Antwort mehr gibt. So, wir können den jetzt, wie gesagt, in unserer Gewalt irgendwie festhalten, im Schwitzkasten halten und sonst sowas. Und können dabei die Waffe zucken und können den Kerl mal in die Brust ballern. So, das wäre dann auch getan. Und jetzt können wir den Kerl hier verhören. Wir können nicht alle Wachen verhören, aber bei manchen ist das wichtig, um Informationen zu erlangen. Und jetzt verhören wir den netten Kerl mal. Hat dir keiner gesagt, dass es gefährlich ist, sich in Höhlen herumzutreiben? Oh nein, sie werden mich töten, nicht wahr? Nur wenn du es schaffst, dass sich meine Laune nicht weiter verschlechtert. Und jetzt sag mir, was ich wissen will. Munition oder Erste-Hilfe-Ausrüstung. Schauen Sie in der Festung nach. Die haben da drin Unmengen von dem Zeug. Mann, ihr seid wirklich hilfsbereit. Warum müsst ihr nur für die bösen Jungs arbeiten? Sie sind der amerikanische Unterdrücker. Sie sind der Böse. Willst du, dass sich meine Laune verschlechtert? Was? Nein. Dann ist dieses Gespräch beendet. Ja, genau. So viel dazu.
Also, dieser makabere Humor von Sam Fisher, den werden wir in Zukunft auch noch öfters erleben. Also das wird noch ganz witzig. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, den auszuschalten. Erstens bewusstlos machen, indem wir ihn einfach mal kurz würgen, so Luft abdrücken. Und zweitens können wir ihn per Schlag oder Tritt ins Genick töten. So, ich zeige euch das mal kurz. Das hier ist bewusstlos machen. Baba. So. Der macht ein Nickerchen. Dann muss ich die Ladentaste finden, die ist hier. Können wir ihn mit der anderen Taste, Maustaste links, einfach Bash! Tritt ins Genick und tot. So, und wir laden nochmal, weil ich möchte ihn da runterkicken. Einfach weil ich Lust drauf habe. Bash! So viel zu den ersten Gegnern, die jetzt mal mir geholfen haben, euch zu demonstrieren, wie die ganze Sache aussieht. So, und ich finde, das sieht geil aus hier. So, ist zwar von der Grafik auch jetzt schon veraltet, ich weiß, aber ich finde, es sieht trotzdem nett aus. So, wir gehen mal weiter in die Höhle rein und schauen, was uns erwartet. So. Ich glaube, du hattest recht, was ihre Waffen anging, Sam. Ja, wir haben hier eine nette kleine Sammlung Hightech-Equipment. Du musst herausfinden, woher es stammt. Sieh nach, ob sich an den Kisten SSCC-Codes befinden. Und scanne sie mit deinem EEV. So, genau. Das ist die Sekundärmission, sekundäre Missionsziel. Wir können diese Waffenkisten hier scannen. SSCC-Code zufolge handelt es sich um Kiste 1 von 5. Versuche die anderen 4 zu finden. Ich tue mein Bestes. So, aber das machen wir auf keinen Fall, weil ich habe keinen Bock auf diese Nebenmissionen. Wir konzentrieren uns auf das Hauptziel. Und das war's. So, wir gehen hier lang. Und da unten hören wir auch schon, wie einer gefoltert wird. Nicht, dass er genug hat? Und das ist nicht irgendjemand. Nein, das ist der gute Morgan Howell.